Ich möchte euch ganz kurz einladen, diese nächste Stunde mit Katrin Hiller zu nutzen. Und ich höre schon auf zum Quatschen. Und ich freue mich, Katrin, dass wir es geschafft haben und dass du heute da bist. Und ja, und ich gebe dir das Wort. Herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Dagmar. Ich freue mich auch, dass das hinhaut und vor allem, dass so viele Teilnehmer dabei sind. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, wobei der Hype um TikTok ist ja richtig groß. Ich werde jetzt gleich einmal meine Präsentation starten und dann ein bisschen was über mich erzählen, was mir überhaupt qualifiziert ist, heute zu machen. Und ich habe gesagt, wir starten da gleich einmal rein. So, Bildschirm freigeben. Ich muss natürlich immer alles kommentieren, weil dann geht das alles gleich viel leichter. So. Ist ja alles nicht so easy. So. Ihr habt zuerst schon ganz kurz gesagt, der Hype um TikTok. Ja, TikTok ist ja wirklich, sage ich jetzt mal, das aufstrebendste neue Social Media, die neueste Social Media Plattform, die es jetzt momentan gibt. Ich werde euch dann ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch erzählen, wie viele Kids das nutzen. Es ist wirklich erstaunlich. Kurz einmal über mich. Ich habe da eine wunderschöne Fotomontage von mir gemacht. Welcome to the Internet, I'll be your guide. Ich habe Journalismus und PR auf der FH studiert, habe dann 3 Jahre lang bei der Antenne Steiermark den kompletten Online-Auftritt gemacht mit Website, mit Social Media, bin mittlerweile beim FlipLab, das ist ein Trampolinpark in Graz und kümmere mich da um den kompletten Marketing-Auftritt, mache eben auch Social Media, TikTok sind wir auch super unterwegs und glaube, dass ich mich nicht so schlecht auskenne zum Thema Jugendarbeit. Ich schreibe selbst für Jugendmagazin, für Schoolmagazin und weiß ungefähr zumindest, hoffe, zumindest mein Chef hofft, sagen wir so, dass ich weiß, was Jugendliche mögen und befasse mich halt daher echt sehr viel mit diesen ganzen Social-Media-Plattformen, insbesondere heuer natürlich auch mit TikTok, das einfach wirklich gerade total durch die Decke geht. TikTok ist ein sehr komplexes Thema, sage ich jetzt einmal, wenn man damit arbeiten will, braucht man ein bisschen, bis man hineinfindet in diese ganzen Videos. Ich hoffe, dass ich in dieser Stunde alles unterbringe. Falls ich zu schnell rede, bitte kurz in die Kommentare reinschreiben und hey Kathi, ein bisschen vom Gas runter, dann werde ich versuchen, ein bisschen langsamer zu reden, aber es wird jetzt ein bisschen viel Inhalt sein vielleicht für den einen oder anderen, aber ich hoffe, dass ich das so verständlich wie möglich rüberbringe und wenn es Fragen gibt, bitte einfach mal zwischendrin quatschen. Jo, Inside TikTok, das ist schon mal unsere erste wichtige Folie. TikTok ist ein chinesisches Produkt und vielleicht wissen es ja viele von euch schon, früher war das mehr oder weniger Musical.ly. Musical.ly war so eine Lip-Sync-Plattform, die ist super beliebt gewesen bei den Jugendlichen, ist dann aber aus irgendeinem Grund einfach von der Bildfläche verschwunden und TikTok ist dann stattdessen aufgepoppt, sage ich jetzt einmal. Also TikTok hat dann dieses Musical.ly neu erfunden. Mittlerweile kann man sogar 5-Minuten-Videos auf TikTok veröffentlichen. Am Anfang waren es diese 15-Sekunden-Videos, weil es geheißen hat, ja, die Jugendlichen, ganz ehrlich, haben eh nicht eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als 15 Sekunden. Und deswegen lassen wir es mal bei 15 Sekunden. Dann ist es ausgeweitet worden auf 60-Sekunden-Videos. Und mittlerweile gibt es sogar 5-Minuten-Videos, weil einfach der Bedarf an längeren Videos mittlerweile da ist. Was ich jetzt zuerst nicht gesagt habe, aber was eh selbsterklärend ist mit diesen Videos, TikTok ist eine reine Videoplattform. Man kann es ein bisschen mit Instagram vergleichen, vor allem jetzt mit diesem neuen Instagram-Tool Reels. Man erstellt Content, man erstellt Videos statt Bildern, sage ich jetzt einmal. Und in erster Linie geht es darum, ein bisschen Lip-Sync zu machen, Playback zu machen, aber auch Tanzvideos. Immer wieder gibt es auch Videos, wo die Leute selbst sprechen, irgendwas erklären. Aber in erster Linie ist es einfach dieses riesige Unterhaltungsmedium, wo die Kids halt einfach dazu abschicken, an verschiedenen Challenges teilnehmen. Da werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen, was es mit diesen Challenges auf sich hat. Und in erster Linie geht es bei TikTok einfach um Durchswipen und 15 Sekunden bis 5 Minuten lang einfach coolen Content anzuschauen. Mittlerweile hat TikTok 1 Milliarde aktive Nutzer monatlich. Das ist wirklich eine beachtliche Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass aktive Nutzer bedeutet, dass ein Nutzer wirklich mindestens einmal im Monat die App benutzen muss. Das heißt, 1 Milliarde ist da echt extrem viel. Instagram hat viel länger gebraucht, zum Beispiel, um diese 1 Milliarde zu knacken. Und die 2 Millionen Download-Marke ist bei uns im Mai geknackt worden. Irgendwie ein bisschen logisch, gerade mit diesem ganzen Lockdown und so. Vor allem die Kids haben halt echt viel Zeit neben Homeschooling, dass sie sich mit Social Media befassen. Und
Was bei Instagram ganz spannend ist, da ist die Verweildauer bei 53 Minuten täglich. Bei TikTok ist es schon ähnlich, beziehungsweise glaube ich sogar, da gibt es jetzt leider zu 2020 noch keine ganz aktuellen Zahlen, Daten, Fakten, aber ich glaube auch, dass die Kids da mindestens eine Stunde täglich auf TikTok verbringen, vor allem in Zeiten wie diesen. Wie gesagt, TikTok ist ein Unterhaltungsmedium. Es gibt ein paar tolle Organisationen wie das Rote Kreuz, die zum Beispiel TikTok dann auch als Infoseite nutzen oder auch Logo. Ist super, ist wichtig. Man muss nur immer ein bisschen aufpassen, dass man von diesem Unterhaltungsmedium nicht zu sehr weggeht, weil in erster Linie wollen die Kids jetzt nicht mit Fakten bombardiert werden, sondern sie wollen einfach lustige Videos sehen, wo vielleicht einmal ein kleiner Hund bei der Rutsche runterrutscht und am Schluss macht einen Überschlag oder was auch immer. In erster Linie geht es einfach darum, mal ein bisschen Kopf abzuschalten und Spaß zu haben. Der österreichische Jugend-Internet-Monitor von Safer Internet zeigt auch ganz gut auf, wie die Jugendlichen die verschiedenen Social-Media-Plattformen nutzen. TikTok ist da erstmalig in dem großen Reiter gereiht. Früher war das immer bei diesem Pinterest und Skype und Twitch dabei. Mittlerweile ist TikTok mit 42% Nutzung halt echt extrem gestiegen. Natürlich WhatsApp und YouTube klare Vorreiter. Das ist aber, glaube ich, eh nichts Überraschendes. Instagram, einfach dadurch, dass es schon so lange am Markt ist, auch noch super dabei. Snapchat wird auch durch TikTok immer wieder ein bisschen weniger, sage ich jetzt einmal. Und Facebook, das ist mittlerweile ein Medium, wo die Jugendlichen eigentlich kaum mehr unterwegs sind. Da steht sogar noch beim Safer Internet Screenshot die falsche Sekundenzahl drinnen, nicht irritieren lassen. Es ist jetzt erst im August angepasst worden auf die 5-Minuten-Videos. Und wie gesagt, vor allem diese Playback-Videos sind auf TikTok sehr beliebt. Katrin, es wird gefragt, welche Altersgruppe ist das bei dem Jugendmonitor? Also, Moment. Beim Jugendmonitor, das müsste unten ganz klein irgendwo drinstehen, 11 bis 17 Jahre war es in dem Fall. Ich habe das dann im Handout auch nochmal drinnen. Die Dagmar ist dann so lieb und wird euch ein Handout zu dem Ganzen schicken, damit ihr dann noch ein bisschen nachlesen könnt, falls jetzt irgendwas einmal zu schnell war. Da steht dann noch alles detailliert drinnen. So. Wobei nur ganz kurzer Zusatz, bei diesen 11 Jahren muss man ein bisschen aufpassen. TikTok an sich ist ja auch erst theoretisch und offiziell nach 13 Jahren. Natürlich ist das bei Social Media jetzt nicht immer der Fall, dass die Kids ihr richtiges Alter angeben. Da ist man dann vielleicht als Eltern oder als Jugendorganisation angehalten, die Kids ein bisschen aufzuklären, dass man schaut, okay, wie nutzen meine Kinder Social Media? Will ich überhaupt, dass sie mit so einem jungen Alter schon diese ganzen Plattformen nutzen? So, aber jetzt noch ein bisschen weiter zu TikTok selbst. Ihr seht da unten bei diesem Screenshot gibt es einmal Home, einmal Entdecken, einmal Posteingang und einmal Ich. Im Prinzip einfach so verschiedene Seiten. Und ich sage jetzt einmal, das Herzstück dieser App ist die Entdecken-Seite. Also jeder, der irgendwie auf TikTok aktiv ist, wünscht sich, dass er unter diesen Hashtags, die da angezeigt werden, mit seinem Video gleich einmal bereitsteht. Das ist einfach so das Ziel von jedem Creator, weil wenn du auf dieser Entdeckenseite bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dich extrem viele Leute sehen, du extrem viele Likes auf deinen Beitrag hast und du auch wirklich erfolgreich mit TikTok arbeiten kannst. Ganz kurzer Exkurs, erfolgreich mit TikTok arbeiten. TikTok ist ja auch wirklich mittlerweile schon ein Influencer-Medium geworden. In Amerika gibt es mittlerweile sogar TikTok-WGs, die wirklich von Produzenten und wirklich Creator, also TikTok-Creator von Produzenten zusammengesteckt werden und von Managern zusammengesteckt werden, die dann einfach den ganzen Tag TikToks produzieren, die natürlich auch von Brands wie Adidas, Nike oder auch großen Essenskonzernen wie Nestle gesponsert werden, um einfach ihre Markenbotschaften über TikToks zu verbreiten, weil TikTok da doch ein bisschen subtiler ist als Instagram, wo man auf Instagram vielleicht mal ein Produkt reinhält in die Kamera und dazu lächelt. Auf TikTok hat man vielleicht einmal den neuen Nike-Hoodie an und der geht dann halt durch die Decke, ohne dass der der Influencer viel dazu sagen muss. Der tanzt in diesem Hoodie, die Kids sehen es und denken sich, cool, den Hoodie brauche ich auch unbedingt. So viel zum Thema Influencer. Kurz mal wieder zurück zur Entdeckenseite. Auf dieser Entdeckenseite finden sich Videos zu verschiedenen Hashtags, zum Beispiel in dem Fall der Hashtag TikTok. Da erzählen einfach Persönlichkeiten oder auch nicht so berühmte Persönlichkeiten ein bisschen was über ihren Tag oder verschiedene
Themen, die Sie gerne ansprechen würden, ist, glaube ich, vor allem auch für Jugendorganisationen sicher spannend. Dann gibt es auch noch so Zeitreise-Hashtags, wo man dann zum Beispiel innerhalb, also gibt es eigene Filter mit Zeitreise, wo man dann halt auf einmal plötzlich in einem anderen Raum sitzt oder solche Sachen. Da gibt es echt unendlich viele Sachen, die man da mit TikTok machen kann. Wie gesagt, diese Entdeckenseite zeigt eben die angesagtesten Videos und die angesagtesten Hashtags. Wie TikTok das einordnet, welche Hashtags und Videos jetzt gerade super angesagt sind und wie ich es vielleicht als kleiner Creator schaffe, darauf zu kommen, ist leider sehr undurchsichtig. Natürlich, wichtig ist, dass ich viele Likes habe, wichtig ist, dass ich viele Follower habe, aber hin und wieder kann es auch sein, dass ein Video, das eigentlich gar nicht so viral gegangen ist, auf dieser Entdeckenseite zu sehen ist. Da ist der Algorithmus allerdings sehr schwer nachvollziehbar. Was man aber zum Algorithmus an sich sagen kann, auf keinem anderen Social Media, auf keiner anderen Social Media Plattform kriegt man so leicht Engagement und Likes. So leicht wird man nie, sage ich jetzt einmal, berühmt auf organische Art und Weise, weil auf Facebook und Instagram läuft ja schon fast alles mit gesponserten Beiträgen ab, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, vor allem als Marke. Und auf TikTok geht es echt noch mit organischen Likes. Und das ist halt natürlich auch für die Kids super, weil die bekommen halt dann gleich mal super viele Likes, wo sie auf Instagram für den gleichen Beitrag vielleicht nur 35 Likes hätten, geht der auf TikTok mit über 1000 Likes ab. Und ja, diese ganzen Likes sind natürlich kleine Dopaminstöße für uns alle. Und deswegen ist das natürlich auch bei den Jugendlichen so beliebt. Dann gibt es noch die Seite Folge ich versus Für dich. Und zwar ist das auf dem Button Home ganz unten, wenn man dann die App so mal durchgeht. Und oben kann man switchen zwischen Folge ich und Für dich. Folge ich, ganz einfach erklärt, da sehe ich alle Personen bzw. alle Beiträge von Personen, denen ich folge. Das heißt, wie auf Facebook und Instagram kann ich da auch Personen folgen. Die Personen können mir folgen und da sehe ich dann alle Beiträge meiner Freunde gelistet, nach Relevanz natürlich für mich. Und das ist dann halt natürlich auch praktisch, weil dann muss ich nicht ewig scrollen, wenn ich weiß, mein bester Freund hat jetzt vielleicht einen neuen TikTok hochgeladen und der wird mir dann gleich auf der Folge-Ich-Seite vorgeschlagen. Dann die Für-Dich-Seite ist wieder ein bisschen anders. Da geht es ein bisschen darum zu entdecken. Entschuldigung. So, da geht es ein bisschen darum zu entdecken. Wir haben nämlich einen Welpen im Haus und der will natürlich auch dabei sein. Bei der Für-Dich-Seite geht es darum, die ganzen neuen TikToks zu entdecken. Anhand dessen, was du jetzt auf TikTok likest, bekommst du Vorschläge, die dich interessieren können. Also TikTok weiß wirklich genau, welche Beiträge like ich, was gefällt mir besonders gut, like ich jetzt die ganze Zeit Bilder von kleinen Hunden oder eher von kleinen Katzen und demnach schlägt mir TikTok dann natürlich auch die verschiedenen Videos vor. Was natürlich einerseits praktisch ist, andererseits ist das halt auch so kleine bedenkliche Sache. Allerdings, wenn man auf Social Media unterwegs ist, sollte man, glaube ich, wissen, wie das ausschaut mit diesen ganzen Vorschlägen. Dann, was ich ganz am Anfang schon kurz mal angesprochen habe, auf TikTok gibt es natürlich auch viele Challenges. Das ist auch etwas, was die Jugendlichen total antreibt, diese App zu nutzen. Zum Beispiel, wenn die Stars jetzt irgendeinen neuen Song haben, zum Beispiel Jason Derulo, Savage Love, dieses Lied ist ja im Sommer auf- und abgespielt worden. Und da gab es natürlich auch einen eigenen Tanz auf TikTok. Die Dagmar macht das schon super vor. Kurze Hintergrundgeschichte dazu. Die Melodie dazu gab es schon auf TikTok und den Tanz gab es auch schon. Jason Derulo hat sich gedacht, ja, ich bin nichts blöd, ich sichere mir die Rechte an dieser Melodie und mach einen richtigen Song mit Text draus. Ja, gesagt, getan, Sommerhit des Jahres 2020. Jeder hat diesen komischen Tanz mitgetanzt. Und da gab es halt auch diese Challenge dazu. Und so werden im Prinzip auch die ganzen Challenges aufgebaut. Die Lieder müssen jetzt nicht unbedingt von irgendeinem berühmten Sänger stammen, sondern auch ganz kleine Sänger, die vielleicht einmal irgendwo ihre Musik raufgestellt haben, können über TikTok wirklich berühmt werden. Also TikTok ist da echt eine sehr spannende Plattform, natürlich auch für Künstler, die dann irgendwelche Challenges erfinden, die dann viral gehen, wo dann auf einmal Kids oder Jugendliche oder auch Erwachsene weltweit ihren Tanz zum Song tanzen. Solche Challenges kann man zum Beispiel auch für Jugendorganisationen sicher gut hernehmen.
Ich habe mal mit der, ich glaube, die Jugend drauf Feiach war das, bin mir nicht mehr ganz sicher, die haben irgend so eine Jobgeschichte gehabt, wo sie so ein Outfit-Wechsel im Video gehabt haben. So, das ist mein Traumjob und dann vom normalen Outfit auf einmal zum Bauarbeiter, zur Krankenschwester und sowas. Ist eigentlich auch ganz spannend, dass man da vielleicht ein bisschen mal ein ernsteres Thema reinbringt, auf lustige Art und Weise, ist ganz cool. Ja, die Challenge-Videos sind halt echt super für die Kids, auch zum Nachmachen. Man muss jetzt selber nicht unbedingt was überlegen. Man schaut sich 2-3 Mal diese Tänze an, macht's nach, lädt's hoch und allein schon, wenn unter diesem Hashtag, zum Beispiel Hashtag MimikMeme, dann meine Challenge hochgeladen wird, die ich nachgemacht habe, ist schon mal sicher, dass ich ziemlich viele Likes auf mein Video bekomme, weil das dann einfach unter diesem Hashtag alles gereiht ist. Und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass mein Video da ganz hoch oben dabei ist. Und das ist natürlich für die Kids und Jugendlichen sehr cool, wenn die da sich selbst dann auf TikTok in den Trends sehen. Ja, wie erstelle ich überhaupt einen TikTok? Das ist jetzt natürlich, sage ich jetzt einmal, das Wichtigste, weil bevor ich jetzt überhaupt einmal viral gehen kann, muss ich natürlich auch einen TikTok erstellen. Das Schöne an dieser App ist, so wie bei vielen Apps mittlerweile, es ist wirklich selbsterklärend. Vor allem, wenn ich jetzt meine App zum ersten Mal runterlade, erklärt mir TikTok wirklich jeden Schritt. Da gibt es dann so kleine Pop-ups, die genau auf die verschiedenen Punkte aufpoppen und mir sagen, hey, okay, da kannst du deine Kamera umdrehen, da musst du raufdrücken, wenn du gern einen Effekt auf deinem Video hättest, wenn du vielleicht im Video lieber ausschaust wie eine Katze oder zum Beispiel lila Haare hättest im Video, gibt es mittlerweile 1000 Face-Effekte, die man da auch durchprobieren kann. Und TikTok erklärt dir da wirklich am Anfang die ersten Schritte ganz genau bis zum richtigen Video. Man braucht da im Prinzip nur sein eigenes Smartphone, da braucht man eigentlich absolut gar keine andere Software. Man kann direkt auf TikTok selbst die Videos schneiden, man kann es direkt in TikTok bearbeiten, Musik hinterlegen, alles Mögliche. Also das ist wirklich total easy, vor allem die Kids sind da extrem schnell schon und super damit. Und ich glaube, gerade als Jugendorganisation ist es sicher super und lustig, wenn man mit den Kindern gemeinsam mal einen Workshop macht, wo sie ihre eigenen TikToks erstellen oder mal den Account von der Jugendorganisation übernehmen und eine Woche lang ihre lustigsten TikToks dort machen. Es ist sicher auch eine coole Idee für so einen Workshop. Da nochmal ganz kurz, wie das dann aussieht mit den verschiedenen Effekten. Man kann sich da die verschiedenen Sounds aussuchen. Natürlich gibt es wieder eine Entdeckenseite. Auf der Entdeckenseite sind die Lieder gereiht, die am meisten Likes bzw. die momentan am viralsten auf TikTok sind, die am meisten genutzt werden. Dann gibt es auch noch eine Gespeichertseite. Wenn mir zum Beispiel irgendein Lied besonders gut gefällt oder irgendein Sound und ich denke mir, okay, ich möchte nicht unbedingt jetzt gleich verwenden, aber für mein übernächstes Video wäre das total interessant, speichere ich, damit ich den ganz schnell dann nachher wiederfinde. Ich kann natürlich auch aktiv nach Liedern suchen, zum Beispiel nach Weihnachtsliedern oder was auch immer, ist natürlich dann auch immer sehr, sehr cool und praktisch. Ja, die Daten- bzw. Soundnutzung ist so eine Geschichte, da werde ich nachher noch ganz kurz darauf eingehen, wie das rechtlich ist innerhalb von der App TikTok. Ist alles safe. Außerhalb schauen wir uns dann nachher noch ein bisschen an. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Face-Filter, wie ich zuerst schon gesagt habe. Da gibt es zum Beispiel Face-Filter, die dir ein breites Lächeln ins Gesicht ziehen, obwohl du gerade voll mies reinschaust. Dann gibt es Face-Filter, die auf einmal deine Haut wunderschön machen. Ist natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, vor allem bei den Kids. Dann heißt es wieder, okay, na, eigentlich würde ich viel lieber ausschauen wie auf TikTok und im realen Leben habe ich dann Probleme mit mir selbst, ist natürlich auch schwierig, aber es gibt auch lustige Face-Filter, wo man einfach, keine Ahnung, mal eine Monobraue hat oder zum Beispiel das Gesicht einmal komplett zusammengedrückt ist, da kann man echt ganz, ganz lustige Dinge damit machen. Es gibt auch verschiedene andere Tools, zum Beispiel wie Face-Morphing, das erstellt dann ein eigenes Video, da muss man selber jetzt gar nichts schneiden. Das ist auch ganz cool. Da kann man sich echt einmal, wenn man Zeit und Lust hat, ein bisschen durchklicken und die verschiedenen TikTok-Tools ausprobieren. Das geht dann eigentlich eh ganz schnell. Das ist sehr spannend. Genau, der Call to Action. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt einen TikTok erstellen würde, jetzt für uns, fürs FlipLab, dann möchte ich natürlich, dass die Kinder oder Jugendlichen jetzt nicht nur
dieses Video liken, sondern vielleicht auch einmal ein bisschen was dazu kommentieren. Das heißt, ich möchte Sie wirklich durch diesen Call to Action, also diese Aufforderung, dazu animieren, ein bisschen was zu kommentieren. Ein Call to Action kann zum Beispiel bei einem Video, auf dem ich gerade auf einem Trampolin springe, sein, mit wem springst du am liebsten Trampolin? Oder warst du schon mal bei uns im FlipLab und was hat dir am besten gefallen? Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einen TikTok mache, wo ich ganz viele Weihnachtskekse esse, kann dann zum Beispiel dabei stehen, was ist deine Lieblingskekssorte? Und Kinder und Jugendliche sind ja da als Zielgruppe einfach super, weil die einfach total gerne interagieren. Denen taugt es, wenn sie Kommentare schreiben können. Es ist jetzt nicht so wie bei uns Erwachsenen, wo wir uns denken, eigentlich, wenn interessiert er meine Meinung, ist eigentlich total sinnlos, da jetzt einen Kommentar zu schreiben. Aber dort ist es echt super mit der Interaktion. Und da halt ein bisschen die Jugendlichen zu animieren, hey, was ist deine Lieblingskekssorte? Hast du heute schon Sport gemacht? Was würdest du vielleicht gerne auf unserem TikTok-Kanal sehen? Dass die Kinder da auch ein bisschen Mitspracherecht haben, ist natürlich auch sicher total super, vor allem auch als Jugendorganisation, dass man da ein bisschen mit der Community interagiert. Natürlich ist jetzt nicht nur dieses Kommentarschreiben wichtig, sondern auch das Kommentar beantworten. Das heißt, wenn ich meine Community schon dazu aufrufe, hey, schreibt mir einen Kommentar, muss ich die Kommentare natürlich auch bis zu einem gewissen Grad verwalten. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendeinen TikTok habt, der über 1000 Kommentare hat, kann ich nicht auf jeden Kommentar reagieren. Ist auch ein bisschen schwierig, aber sage jetzt einmal, in so einem überschaubaren Raum sollte man schon auf die Kommentare reagieren, vor allem, wenn es dann wieder eine Gegenfrage ist. Man kann auch Kommentare liken, so wie auf Instagram, einfach mit einem Herzklick. Das heißt, die Kids fühlen sich dadurch zumindest schon einmal ein bisschen wertgeschätzt. Dann die berühmten Hashtags. Ihr habt es eh schon gesehen vorher. Die ganzen Challenges werden mit Hashtags angekündigt beziehungsweise laufen unter diesen Hashtags. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Strategie, unter einem Beitrag Hashtag Spamming zu betreiben. Das bedeutet, möglichst viele Hashtags unter diesen Beitrag zu stellen, nur damit ich hoffe, mit vielen Hashtags viel Reichweite zu bekommen. Sondern viel wichtiger ist es, dass das Video, dass der Hashtag natürlich auch zum Video passt und dass ich angesagte Hashtags nutze. Das ist jetzt die große Frage, was sind angesagte Hashtags? Das kann ich mir vorher ansehen. Also auf TikTok gibt es auch diese Rubrik Hashtags und da gibt es natürlich dann auch die Trending Hashtags und diese Trending Hashtags kann ich dann benutzen. Zum Beispiel, was natürlich immer geht, ist dieser Hashtag for you, for your page, für dich. Einfach aus diesem Grund, weil es dann ziemlich wahrscheinlich ist, dass dein Video dann auf dieser For You-Page, die wir zuerst schon gesehen haben, für dich erscheint. Das ist natürlich auch ein großes Ziel von den Creatoren, dass auf der For You-Page, also auf diesen Videos, die auf deinen Interessen basieren, vorgeschlagen wird. Wichtig, wie gesagt, ist, dass der Hashtag auch zum Video passt. Ich kann jetzt nicht Hashtag Katze machen, wenn ein Hund in meinem Video drinnen ist. Das wäre wieder ein bisschen eigenartig. Und die Challenges, die trenden natürlich sowieso super. Das ist echt, sage ich jetzt einmal, ein Dauerbrenner. Das geht auf TikTok einfach ab. Und man kann sich, wenn man kreativ ist, natürlich auch an eigenen Challenges probieren. Das ist eine sehr coole Sache. So, jetzt wird es einmal Zeit für Beispiele. Jetzt ist das trockene Gerede mal kurz vorbei. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Als ich zuerst der Tag mal meine Beispiele gezeigt habe, ist mein Bildschirm schwarz geworden. Aber ich bin guter Dinge. Ich muss nur ganz kurz stoppen und den Bildschirm neu teilen, aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Seht ihr das? Einmal kurz Daumen hoch bitte, Dagmar, weil dich sehe ich. Perfekt, super. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie zum Beispiel jetzt bei uns beim FlipLab unsere TikToks ablaufen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist jetzt genau. Genau, sowas zum Beispiel. Oder das. I just flipped the switch. I don't know nobody else is doing this. Stop raining, everybody.
Genau, das waren jetzt mal kurz ein paar Beispiele von uns. Wir machen ehrlich gesagt also schon auch bei Challenges mit, aber nicht so viel. Uns ist es als Unternehmen einfach wichtiger, ein bisschen was von unserem Trampolinpark zu zeigen, dass die Kids das einmal sehen und die Kinder ein bisschen darauf aufmerksam werden. Als Unternehmen nutzt man natürlich TikTok dann wieder ein bisschen anders, sage ich jetzt einmal, als Privatperson. Wir verwenden natürlich auch die neueste Musik, die es halt dann so auf TikTok gibt, aber uns ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass wir jetzt wirklich an Challenges teilnehmen. Und da zum Beispiel noch was. Genau. Katrin, eine Frage, wie lange dauern solche Drehs, wird gefragt im Chat, ungefähr. Ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt einmal, es gibt natürlich TikToks, die sind innerhalb von 10 Minuten fertig. Und dann gibt es TikToks, da sitzt wirklich eine Stunde dran. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Solche Tanzvideos, wie es zum Beispiel ich schaue jetzt mal kurz bei der Vanessa Mai rein. Die hat immer ganz gute Tanzvideos dabei. Solche Tanzvideos gehen zum Beispiel schneller, da hast du keine Schnitte zwischendrin. Natürlich, du musst den Tanz können, Grundvoraussetzung für so ein Video. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt irgendein Lip-Sync-Video hast oder ein reines Tanzvideo, dann geht es natürlich viel schneller als jetzt dieses Video, was wir jetzt zum Schluss bei uns bei Flip Lab gesehen haben mit dem Basketball, wo du 15 verschiedene Sequenzen hast, die musst du natürlich zusammenschneiden. Geht auf TikTok super schnell, weil es auf TikTok alles direkt in der App verpackt ist. Das ist echt ein tolles Tool, sage ich jetzt einmal. Aber das dauert dann natürlich dementsprechend ein bisschen länger als jetzt ein reines Tanzvideo. Aber ja, es ist, ich sage jetzt einmal, zwischen 10 Minuten und einer Stunde, die wir jetzt dafür aufbringen, was eh schon sehr viel ist. Die richtig großen Creator, die brauchen dann natürlich oft noch mehr. Ich habe jetzt letztens erst ein Interview geführt mit einem Creator-Duo. Kann ich die eh zeigen? Einen Moment. So, oder kann ich euch die nicht zeigen? Ich weiß nicht, ob ich denen folge. Es ist leider auf der Desktop-Seite ein bisschen anders. Ich schreibe euch das dann nachher ins Handout rein. Das sind Sky und Tammy, das sind zwei extrem erfolgreiche TikToker. Ich muss noch kurz schauen, ob ich da irgendwann Suchen-Button habe. Ich befürchte nämlich leider nicht. Nein, auf der Desktop-Version leider nicht. Jedenfalls Sky und Tammy, die machen extrem aufwendige Videos mit total viel Outfit-Tausch. Ich zeige mal, ob die Vanessa Mai sowas vielleicht auch hat. Und die haben mir im Interview erzählt, damals fürs Cool-Magazin, dass sie wirklich zwischen 1 und 5 Stunden an einem Video arbeiten. Vor allem, wenn dann noch Make-up getauscht wird, da wird dann halt echt nochmal komplett neu geschminkt, nochmal die Haare neu gemacht. Also das kann dann halt wirklich, sage jetzt einmal, ein paar Stunden dauern, was ich jetzt als Otto-Normalverbraucher niemals machen würde, aber die verdienen halt wirklich ihr Geld damit. Die machen halt den ganzen Tag nichts anderes, als jetzt TikToks erstellen, und das ist halt wirklich ihre Leidenschaft und natürlich auch ihr Beruf, und da kann man dann auch schon mal ein paar Stunden damit verbringen. Weil, wie gesagt, solche Tanzvideos, wie die Vanessa da jetzt macht, die sind halt eher schnell gedreht. So, jetzt steckt mein Bildschirm gerade. Nein, jetzt geht's. Perfekt. Genau, solche Tanzvideos gehen halt super schnell und sind auch, glaube ich, für Jugendliche total einfach nachzumachen, wenn man jetzt mal einen TikTok-Workshop macht. Und erfahrungsgemäß kommen die ganzen Tanzvideos sowieso extrem super an, oft viel besser als irgendwelche Videos, wo irgendwer spricht oder sowas. Das ist halt echt schon mal eine ganz coole Sache, wenn man mit diesen Tanzvideos da verschiedene Sachen anschaut. Ich schaue nur ganz kurz, ob da oben noch ein paar... Hanna, hör auf jetzt! Daniela Katzenberger hat zum Beispiel auch noch TikTok, die macht dann halt eher so Comedy-Sachen, die sie halt immer schon gemacht hat.
She don't see us? You see me? Yeah. Yes, I see you. You see me? Yeah, I see you. But what? Genau. Also das kommt nämlich auch immer gut an, diese ganzen Lip-Sync-Dinger. So, wen haben wir denn noch? Schauen wir vielleicht mal kurz beim Pietro Lombardi rein. Ich habe eine Frage an dich. Bist du perfekt? Bist du fehlerfrei? Ich glaube, wir haben alle Macken. Ich habe eine Macke, du hast eine Macke. Wir alle. Aber wir sollten anfangen, diese Macken zu akzeptieren. An manchen Macken müssen wir natürlich arbeiten. Aber wir sollten uns akzeptieren, wie wir sind. Genau, viele Künstler nutzen natürlich auch ihre Reichweite, damit ihre Messages zu verbreiten, was natürlich auch wichtig ist. Jetzt frage ich, ob das jetzt unbedingt die perfekte Message war, ob man es vielleicht ein bisschen anders rüberbringen hätte können. Aber an sich kann TikTok natürlich auch ein super Tool sein, um verschiedene Messages und Einstellungen zu verbreiten. Ein ganz gutes Beispiel dafür, vielleicht haben das viele eher aus den Medien mitbekommen, war damals diese Wahlveranstaltung, ich glaube in Ohio war es, von Trump, wo auf TikTok aufgerufen worden ist, hey, reserviert bitte total viele Plätze in diesem Veranstaltungssaal und geht es dann einfach nicht hin. Und genau das ist passiert. Die TikTok-Community hat diese Plätze reserviert und der Trump ist dann in einem dreiviertel leeren Veranstaltungssaal gestanden, weil einfach die TikTok-Community das so zusammengehalten hat und das einfach alles boykottiert hat, was er da gemacht hat. Also es kann natürlich auch für gute Sachen verwendet werden. Manche Challenges sind natürlich fraglich, wenn man zum Beispiel auf einem Skateboard hinten an einem Auto nachgezogen wird und sowas. Es gibt natürlich auch gefährliche Challenges und viele Jugendliche sehen dann halt nur die Likes und denken sich, hey, ich muss jetzt noch krassere Sachen machen, ich muss noch ärgere Dinge machen, um mehr Likes zu bekommen, dann muss man echt ein bisschen aufpassen und auch die Jugendlichen dementsprechend aufklären, dass das oft gar nicht so easy ist und dass man da natürlich auch, dass natürlich auch viel am Spiel steht, vor allem bei gefährlichen Dingen ist es oft echt schwierig, da wirklich dann einmal die Likes hinten anzustellen und zu sagen, hey, na, man muss nicht alles für Likes machen. Das ist natürlich auch wichtig, dass das vor Augen gehalten wird. Ja, und im Prinzip, ihr könnt euch jetzt noch tausende Videos zeigen. Ich glaube, das würde aber unsere Kapazitäten sprengen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu unserer Präsentation. Wenn ihr euch natürlich für TikTok interessiert, man kann Stunden damit verbringen. Bei mir ist es oft so, ich schaue dann rein und möchte mir nur irgendeinen neuen Trend anschauen und bleibe dann einfach hängen. Das ist bei den Kids wahrscheinlich auch so. Und dann bist du mal 20 Minuten auf TikTok einfach komplett sinnlos, dann schaust du mal fast eine Stunde auf TikTok auch wieder komplett sinnlos, jetzt im Lockdown noch ein bisschen vertretbarer, aber es ist halt echt ein Medium mit Suchtpotenzial, sage ich jetzt einmal. So. Ja, was ich zuerst schon ganz kurz angerissen habe, ist diese Datenschutzfrage auf TikTok. Das ist sehr fraglich. TikTok hat ja jetzt, ist ja immer wieder mal in Kritik der Medien gestanden, dass halt der Datenschutz so schwierig ist auf TikTok und dass das jetzt alles nicht so ganz hinhaut. TikTok hat versprochen, transparenter mit den Daten umzugehen und auch ein bisschen mehr Wert auf Datenschutz zu legen. Ich persönlich habe keine Ahnung, inwiefern man dem jetzt wirklich Glauben schenken kann, beziehungsweise wie das auf solchen Social-Media-Plattformen allgemein datenschutzrechtlich ist, allgemein sehr schwierig. Und vor allem auf TikTok ist halt trotzdem ein chinesisches Produkt, ohne jetzt irgendwie da abwertend sein zu wollen, aber ich glaube, wir wissen, wie die chinesische Regierung ungefähr tickt und dass die jetzt, was Daten angeht, nicht unbedingt die sensibelsten sind, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Und das muss man sich natürlich auch vor Augen halten, dass TikTok jetzt nichts ist, was jetzt bei uns
auf den europäischen Datenschutzgrundlagen basiert. Wichtig für mich, wenn ich jetzt Jugendlichen Tipps für TikTok gebe, ist, dass die TikToks im besten Fall wirklich auf TikTok bleiben sollten. Und zwar aus dem Grund, weil es einfach auch um Musikrechte geht. Es gibt zwar auf TikTok diesen Button auf Instagram teilen, auf Facebook teilen, wo auch immer teilen, was die Kids ja total gern machen, weil dann habe ich auf dem einen Medium habe ich mein Video und dann kann ich es instant noch auf Instagram teilen und habe gleich alles voll gespreadet mit diesem Video. Prinzipiell nett, allerdings mit den Musikrechten ist das echt so eine Sache. Auf TikTok selbst ist das eh safe, aber ich würde es ehrlich gesagt niemandem empfehlen, jetzt die TikToks unbedingt so extrem weiter zu verbreiten. Unterm Strich natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter, aber es gibt auch immer wieder Agenturen und Leute, die genau auf solche Musikrechts- und Bildrechts-Sachen spezialisiert sind, die dann halt wirklich genau nach Fehlern suchen. Und natürlich im besten Fall endet es mit einer Verwarnung, im schlimmsten Fall endet es mit einer Strafe im mehrstelligen Tausenderbereich, sage ich jetzt einmal. Wenn man jetzt sagt, man möchte aber unbedingt diese ganzen TikTok-Videos auch auf Instagram nutzen, dann ist Instagram Reels vielleicht eine nette Alternative. Im Prinzip ist es das Gleiche, kann man fast sagen, wie TikTok, nur direkt auf Instagram implementiert. Man kann mittlerweile auch auf Instagram diese Videos machen, diese Tanzvideos, diese Lip-Sync-Videos. Und Instagram ist halt datenschutzrechtlich doch noch besser, sage ich jetzt einmal, als TikTok. Ist halt auch schon länger etabliert. Und da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man TikTok da vielleicht mal kurz außen vor lässt, wenn man es auf Instagram teilen will und da dann nicht gleich dieses Tool Reels nutzt. Die Tanzvideos, können dann natürlich auch auf Facebook geteilt werden, wenn man Reels nutzt, ist auf jeden Fall besser, als jetzt TikTok dafür herzunehmen. Tools haben wir zuerst schon kurz besprochen. Smartphone und Kamera reichen vollkommen aus. Da braucht man jetzt nicht einmal ein High-End-Smartphone. Da reicht jedes Handy, das eine Kamera hat und halbwegs gute Qualität, also nichts Verschwommenes liefert. Das funktioniert dann ganz gut und die Videos können dann eh direkt selbst produziert werden. Dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wann soll ich auf TikTok posten? Ist natürlich auch sehr individuell, ist immer die Frage, welche Follower möchte ich jetzt ansprechen. Aber in der Regel gilt, abends ist es besonders gut, das sind natürlich besonders viele online. Wobei jetzt im Lockdown glaube ich sogar, dass es auch tagsüber super funktioniert, weil wir einfach alle viel Zeit haben. Natürlich, wenn ich jetzt TikTok als Unternehmen nutzen will, dann möchte ich natürlich auch meine Zielgruppe kennenlernen. Das bedeutet, ich schaue mir dann meine Insights an. Auf TikTok gibt es halt wirklich auch Analyse-Tools. Das kann ich euch jetzt leider im Video nicht zeigen, weil das halt unsere Firmendaten sonst wären. Aber es gibt natürlich auch diese Analyse-Tools, das sieht man da genau. Woher kommen die Kids, die sich meine TikToks anschauen? Aus welchen Ländern, aus welchen Städten? Wann sind die meistens online? Das sehe ich auch alles genau. Und natürlich sehe ich dann auch aufgeschlüsselt, welche meiner TikToks haben besonders gut funktioniert und kann dann natürlich auch Schlüsse daraus ziehen. Okay, der eine TikTok war besonders gut. Vielleicht sollte ich in Zukunft eher mehr Tanzvideos machen, wenn das so gut bei den Jugendlichen ankommt. Und anfangs, wenn man sich dann noch ganz sicher ist, wann man posten soll, einfach mal zu verschiedenen Zeiten posten und ausprobieren, was funktioniert für mich am besten. Und natürlich bei euch als Jugendorganisation super easy. Ihr habt die allerbesten Grundvoraussetzungen. Ihr kennt eure Community, ihr kennt eure Kids. Ihr könnt einfach wirklich direkt mit denen sprechen und sagen, hey, wann seid ihr eigentlich online? Wann schaut ihr eigentlich die TikTok-Videos am liebsten an? Welche TikTok-Videos findet ihr am coolsten? Findet ihr Lip-Sync am coolsten? Findet ihr Tanzvideos am coolsten? Mögt ihr es am liebsten, wenn es irgendein Outfit-Switch oder sowas gibt? Und dann kann man ja gemeinsam in einem Workshop solche Videos erstellen oder auch für die Organisation solche Videos gemeinsam mit den Kids erstellen. Das ist sicher auch eine tolle Sache mit viel Mehrwert für die Jugendlichen, auch wenn man da ein bisschen Hintergrundwissen reinbringt, ein bisschen Datenschutzgeschichten auch für die Jugendlichen, ich meine sicher. Das heißt dann so, boah, ich möchte nur ein Video machen, ich möchte nur Spaß haben, ich möchte nur, weiß ich nicht, mein Pferd in die Kamera halten, was auch immer. Aber sie sollen sich halt natürlich auch ein bisschen dessen bewusst werden, was sie da auf TikTok teilen und auf Instagram teilen. Und das ist dann natürlich auch einmal ein guter Input für die Kids. Weil irgendwann gibt es einen Arbeitgeber und da muss man sie halt auch fragen, hey,
Will ich echt, dass mein zukünftiger Arbeitgeber sieht, wie ich da im Sport-BH vor einer Kamera herumtanze, ist vielleicht auch ein wichtiger Input, den man sich vielleicht einmal für die Kids überlegen sollte, dass sie da mal kurz nachdenken. So, und jetzt hoffe ich, dass ich dieses große Thema schnell zusammengefasst habe. Jetzt hätte ich gesagt, hätten wir noch Zeit für eure Fragen. Ja, wir würden euch bitten, schreibt die Fragen in den Chat rein. Und es gibt schon Fragen eigentlich. Ja. Und zwar kannst du uns erfolgreichste TikToker in Österreich nennen, möglicherweise? Mhm. Also in Österreich selber, das war jetzt zu schnell gefragt. In Österreich selber gibt es zum Beispiel den Platzpatronen Paul. Das ist ein TikToker, er macht sehr, wie drücke ich das nett aus? Also er macht eher Videos, in denen er selbst spricht, was eigentlich eher selten ist, sage ich jetzt einmal, für die großen erfolgreichen TikToker. Aber er macht es halt immer mit einem Schmäh. Er macht halt immer so unerwartete Wendungen. Er erzählt irgendeine nette Geschichte vor einer Familienfeier und auf einmal haben sie die Katze gegessen, zum Beispiel. Also es ist sehr fraglich. Ich persönlich finde es teilweise recht lustig. Der wäre zum Beispiel ein TikToker, der in Österreich sehr groß ist. Wie heißt er nochmal? Platzpatronen Paul? Genau. Okay. Dann jetzt nicht unbedingt Österreich, aber deutschsprachig. Natürlich Lisa und Lena. Das sind natürlich die TikTok-Stars, sage ich jetzt mal, im deutschsprachigen Bereich. Das sind die zwei, das sind die Zwillinge aus Deutschland, die haben mit Musical.ly schon extrem viel geschaffen, haben mittlerweile mit Buffalo Shoes auch schon Kooperationen gemacht. Und die sind auf jeden Fall super, was das betrifft. Dann Victoria Sarina darf man natürlich nicht vergessen. Das ist eher ein Grazer Duo, die zwei machen auch auf TikTok viel. Die machen auch auf YouTube extrem viel. Die zwei sind da echt, echt top unterwegs. Ihr müsst euch, was jetzt die österreichischen TikToker betrifft, müsst ihr echt ein bisschen besser recherchieren, weil zugegeben, es sind eher, sage ich jetzt einmal, die Deutschen, die da bei uns angesagt sind, auch was wir im Cool-Magazin berichten, eigentlich hauptsächlich über die deutschen TikToker, weil die einfach viel größer sind als jetzt die österreichischen TikToker. Das ist jetzt noch eher ein bisschen kleiner. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich viele österreichische TikToker gibt, die das mittlerweile professionell machen. In Deutschland auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt mit TikTok als Medium allein, sondern halt in Kombination mit YouTube und Instagram. Die haben dann halt echt schon recht viel Reichweite. Aber das wären so mal die größeren. Dankeschön. Hörst du mich? Ja. So, jetzt höre ich dich wieder nicht. Meine Frage war, und zwar war mit den ganzen. Hörst du mich? Yes, Zeichen ja oder nein? Aber sehr abgehackt. Okay, ja. Gut. Missing Megan, sagt dir da was, dir was, was das sein soll auf TikTok, das Phänomen? Oder nein, nochmal bitte kurz, Missing Megan? Ja. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Nein, das sagt mir nichts. Okay. War eine Frage, wie das, dass das halt immer bei den Jugendlichen jetzt auftaucht. Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt gefragt hat. Das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Ja, bei mir auch. Dann können wir es leider nicht beantworten, diese Frage. Aber es ist nebenbei ganz Missing Megan, oder was? Genau, Missing Megan, was das damit auf sich hat. Die Jugendlichen sprechen alle von Missing Megan. Also, ich habe gerade gegoogelt, Missing Megan ist ein Horrorfilm. Keine Ahnung, ob das jetzt die Antwort ist. Aber was das mit TikTok zu tun hat, vielleicht gibt es da gerade irgendwelche. Ich schaue mir auf TikTok den Hashtag an. Genau. Missing Megan. Ja, aber. Ja, es ist ein Horrorfilm und offenbar geht es, genau. Wenn ich das jetzt richtig herauslese aus der kurzen Recherche, geht es einfach darum, dass die TikToker da irgendwie ausrasten wegen dem Film, weil es einfach.
Mein Kollege schreibt gerade, Thomas Doppelreiter, er beschäftigt sich auch ganz viel mit solchen Sachen und er schreibt, der Film ist aus 2011 und der geht gerade halt viral. Genau, 2011 und jetzt geht er wieder viral und die TikToker teilen einfach auf TikTok ihre Reaktionen zu dem Film, kann man sagen. Genau. Dann gibt es noch eine Frage und zwar, kann TikTok Videos löschen oder sperren? Ja, kann es, tut es auch. Es gibt natürlich Videos, gleich wie auf Facebook und Instagram, die einfach nicht auf TikTok sein sollten, sei es Gewalt, sei es Rassismus, sei es sexuelle Übergriffe, was auch immer. TikTok ist da relativ genau sogar, also im Gegensatz auch zu Facebook und Instagram muss man echt sagen, dass der Algorithmus bzw. die Leute, die das bearbeiten mit diesen ganzen Privatsphären-Einstellungen, da wirklich gute Arbeit leisten. Wenn irgendwelche zu anstößigen Videos sind oder rassistische Videos, dann wird es mittlerweile echt relativ schnell gelöscht. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da war das nicht so. Da ist TikTok auch in sehr großer Kritik gestanden, vor allem was rassistische Beiträge betroffen hat. Aber die haben da dann wirklich sehr gut reagiert. Natürlich, es arbeiten trotzdem noch Menschen dran, auch wenn es eine Software ist. Es können immer wieder Fehler passieren, aber dafür, dass TikTok doch relativ jung ist, haben sie, finde ich, Facebook und Instagram einen großen Vorsprung dem gegenüber. Ja, danke schön. Und dann gibt es noch eine Frage im Chat und zwar, wie ist die rechtliche Situation bei bedenklichen Videos, Kühe erschrecken und so weiter? Also es war ja so eine Challenge mit Kühen erschrecken auf der Alm. Also ich kann jetzt nur vom Stand vor einem Jahr reden. Wir haben das damals bei der Antenne mal als Thema besprochen, so allgemein Videos von Straftaten. Unsere Auskunft von der Polizei war damals, ja, ich liebe, dass du ein Video hast, aber unterm Strich, wenn du mir das Video zeigst, ist das auch wieder Urheberrechtsverletzung, weil du dürftest das Video von dem anderen ja gar nicht haben und wir dürfen den nicht abstrafen. Das Gleiche, also Grundlage dafür war damals ein Auto, das einfach viel zu schnell in einer Spielstraße gefahren ist, also wirklich sichtlich zu schnell. Haben gesagt, ja, blöd klaffen, können wir nichts machen, aber rechtlich gesehen können wir da gar nichts tun. Das ist jetzt, wie gesagt, auf der Basis. Und ich schätze, dass es auch genauso dahingehend sein wird. Es ist natürlich total verwerflich. Das Einzige, was du jetzt als User machen kannst, diese Videos melden, damit TikTok sie das anschaut und sperrt. Vielleicht vorher noch in die Kommentare reinschreiben, hey, was passt bei dir eigentlich nicht? Kannst du da einfach Kühe erschrecken oder sonst irgendwas? Aber es ist allgemein mit Videos Leute zur Anzeige zu bringen schwierig, vor allem mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sowas rechtlich verfolgt wird, wenn es jetzt nicht wirklich um eine extreme Straftat geht, natürlich. Aber solche dummen Vergehen werden wahrscheinlich nicht geahndet werden, schätze ich mal. Ja, danke schön. Wenn Sie Fragen habt, schreibt es in den Chat rein. Ihr habt jetzt die Gelegenheit noch, alles zu erfahren, was ihr gerne wissen möchtet über TikTok. Also rein in den Chat mit den Fragen. Ah, wie lange sind die Videos online? Eigentlich immer online. Also wenn ich es jetzt nicht selber lösche oder TikTok die aus irgendeinem Grund löscht, dann sind die durchgehend online. Das ist jetzt nicht so wie bei Instagram, bei den Stories, die nur 24 Stunden sichtbar sind, wenn man es nicht unbedingt als Highlight speichert. Die sind wirklich immer online, kann ich mir immer anschauen. Ja, das war eine Frage von der Katrin. Wer hat noch Fragen? Rein in den Chat mit euren Fragen. Alles geklärt, das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wette was, wenn es aus ist und ihr ausschaltet, dann kommen die Fragen. Aber dann ist es zu spät. Also, wenn ihr Fragen habt, dann rein in den Chat mit euren Fragen über TikTok. Ich habe eine Frage. Und zwar, man hat es vielleicht immer wieder gelesen oder gehört, TikTok Amerika. Gell? Da hat es geheißen, es wird gelöscht am nächsten Tag, genau. Es gibt jetzt nicht mehr. Wie schaut es jetzt eigentlich aktuell aus? Gibt es jetzt noch TikTok in Amerika oder ist es weg? Gibt es noch, die haben sich darauf geeinigt, das bleibt alles so, wie es ist. Wie gesagt, hinter TikTok steht ja schon eine riesige Maschinerie. Ihr habt zuerst schon von diesen TikTok-WGs erzählt, die es in Amerika gibt, wo halt wirklich
eigentlich Musikmanager sich jetzt dann auf Influencer-Management spezialisiert haben und dann wirklich diese Influencer in ihr Boot holen. Es ist natürlich, der Trump hat damals gesagt, nachdem dieses Wahlskandal da bei ihm war, wo keine Leute zu seiner Wahlveranstaltung wegen TikTok erschienen sind, na, ich lösche das alles und das ist alles datenschutzrechtlich ein Schatz und das funktioniert alles nicht. TikTok braucht es in Amerika nicht, aber wie gesagt, es ist einfach zu viel Geld mittlerweile hinter diesen ganzen TikToks und TikTokern, dass das einfach wirklich in Amerika auch weiter besteht. Ich weiß nicht, ob ich es zuerst gesagt habe, aber man kann mit einem einzigen TikTok als extrem berühmter, sage jetzt einmal, TikToker in Amerika zwischen 3.000 und 30.000 Dollar verdienen mit einem so einem Video. Und das ist halt echt sehr beachtlich, sage ich jetzt einmal. Frage, ob es gerechtfertigt ist, wenn man es jetzt mit anderen ja, vielleicht auch journalistischen Leistungen oder sowas vergleicht, Reportagen und anderes, aber ja, da hält halt niemand den Nike-Bulli mitten rein. Das ist halt natürlich so. Ah, eine nächste Frage ist, und zwar kann bei der Nutzung von TikTok mir Kosten entstehen? Ja? Also wenn ich das jetzt da, wenn mir das jetzt runterlaut oder so, kann sein, dass ich dann zahle. Soweit ich weiß, ist da nichts monetarisiert, wenn ich jetzt nicht in irgendein, keine Ahnung, Schneeballsystem über TikTok einsteige, sage ich jetzt einmal, dann kann mir allein mit der App nichts passieren. Mhm. Kurzer Zusatz noch zur der Amerika-Geschichte vorher. Ganz 100% sicher ist die Übernahme noch nicht, aber momentan bleibt halt alles so, wie es ist. Dann gibt es noch eine Frage, jetzt geht's dahin. Und zwar, warte mal, können Videos von anderen geteilt werden und somit missbräuchlich verwendet werden? Ja, und das ist ein sehr großer Punkt, auch bei TikTok, weil es eben so viele Jugendliche nutzen und dadurch halt eine große Plattform bietet für Leute, die Jugendliche jetzt vielleicht anders sehen, sage ich jetzt einmal. Wichtig ist es, wenn jetzt wirklich ein Jugendlicher, Minderjähriger TikTok nutzt, wäre es eigentlich wichtig, das Profil privat zu schalten, damit wirklich nur Leute folgen können, die man auch wirklich kennt, die man auch wirklich persönlich auswählt, damit nicht jeder meine Videos sieht. Ist natürlich weg vom Social-Media-Gedanken. Ich möchte, dass mein Video viral geht. Ich möchte, dass mein Video total viele Leute sehen. Natürlich möchte ich nicht privat auf Social Media sein, sondern es sollen tausende Leute sehen und 6 Sales. Natürlich kriege ich viel mehr Likes, wenn ich im knappen Höschen vor der Kamera herumtanze und einmal mein Hintern ins Bild zeige, als wenn ich in voller Skimontur dastehe und den Savage-Love-Tanz tanze. Schwierig. Also das kann natürlich alles gespeichert werden. Es kann verschickt werden. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, auf den man die Jugendlichen aufmerksam machen soll. Es sind nicht nur nette Leute auf TikTok und auf Social Media und im Internet. Nicht jeder findet es einfach nett und lieb, wie du da tanzt, sondern es gibt auch Leute, die da andere Absichten haben. Weil die dürfen nicht mehr anfangen, sonst kommen sie nicht mehr auf sie, weißt du? Okay, nein, das schalten wir stumm, das hat nichts mit dem zu tun. Dann gibt es eine Frage, gibt es in TikTok auch Nachrichtenfunktionen oder sind nur Kommentare möglich? Genau, es gibt auch auf TikTok auch Nachrichtenfunktionen, man kann auch wirklich chatten mit den Leuten, ähnlich wie auf Facebook oder Instagram und kann da auch wirklich in Kontakt treten. Wir nutzen es als Fliplab oft, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer uns in einem Beitrag markiert hat, wir haben da so ein Gewinnspiel am Laufen, so mache Video aus dem TikTok und gewinne 30 Minuten gratis Sprungzeit zum Beispiel. Dann schreiben wir, hey, voll cool, danke fürs Verlinken. Da sind deine 30 Minuten gratis Sprungzeit. Natürlich kann man auch einfach ganz normal mit seinen Freunden chatten und sowas. Das ist im Prinzip auch möglich. Die Tanja fragt auch noch nach, wie kann man überhaupt mit TikTok Geld verdienen? Geht es da über die Like-Anzahl oder wie? Genau, das ist im Prinzip dieses ganze Influencer-Thema, sage ich jetzt einmal. Wichtig ist natürlich, dass du deine eigene Nische hast und dass du dich selbst als Marke mehr oder weniger repräsentierst. Du stehst für irgendwas, du stehst zum Beispiel für Make-up, zeigst jeden Tag 10 Schminkvideos zum Beispiel und irgendwann kommt zum Beispiel die Make-up-Marke Maybelline oder MAC auf dich zu und sagt, hey, du hast so coole Videos, du hast mittlerweile schon so viel Reichweite, bitte mach die Videos mit unseren Produkten und dafür zahlen wir dir monatlich Betrag X. So funktioniert das komplette Influencer-Game im Prinzip.
Auf TikTok ist es ein bisschen subtiler als auf Instagram, wie schon gesagt, weil da hast du jetzt zum Beispiel den Adidas-Hoodie an, in dem du tanzt, da trinkst du gerade irgendeinen Traubensaft oder sonst irgendwas. Und auf Instagram hast du halt meistens, schaut, das ist mein neues Produkt, lade ich da mit diesen Prozentcodes, bekommst du was. Das ist auf TikTok da ein bisschen subtiler und deswegen nutzen auch sehr viele Marken mittlerweile TikTok sehr gerne, weil es halt nicht so, hey, in your face geklatscht ist mit der Werbung. Und darf dann TikTok-Videos von mir verwenden, wenn mein Profil auf privat gestellt wird für Werbezwecke, wie zum Beispiel Facebook das machen darf oder so? Weißt du das? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Da bin ich jetzt überfragt. Mhm. Normalerweise dürften sie das nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass sie mit privaten Personen werben würden, sondern wenn dann halt nur wirklich mit Aushängeschildern von ihnen selbst, also mit wirklichen TikTok-Creatern. Mhm. Wieder eine Frage. Das finde ich super, dass du so viele Fragen stellst. Gibt es eine App, die gerade am Entstehen bzw. bekannt werden ist und TikTok eventuell irgendwann ablösen könnte? Also gibt es da, wird jetzt schon, weißt du, was an Trend? Ja, also da wüsste ich nichts. Allerdings, was TikTok ablösen könnte, ist Instagram Reels, wie schon gesagt. Also diese neue Funktion auf Instagram. Das ist halt die große Frage, ob die Kids dann wieder mehr auf Instagram gehen, weil es einfach in dieser einen App alles vereint. Im Prinzip, sie haben damals die Stories von Snapchat übernommen, sie haben jetzt Reels von Instagram übernommen und ich persönlich, ich meine, das ist natürlich Geschmackssache, bin halt Fan von Dingen, die in einer App passieren und habe nicht gern 10 verschiedene Apps. Was auf TikTok jetzt natürlich Reels noch der Vorsprung ist, es gibt viel mehr Sounds auf TikTok momentan, es gibt auch viel mehr Filter auf TikTok, das heißt, es ist schon größer als dieses Reels. Reels gibt es ja auch erst seit ein paar Monaten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Feature auf Instagram TikTok ablösen kann. Ich glaube zwar nicht, dass es komplett ablöst, aber ich schätze, es wird dann so wie bei Snapchat werden, dass dann vielleicht nur einige wirklich nutzen, aber viele gehen dann wirklich dann zu Instagram über, vor allem weil auch diese Datenschutzfrage früher oder später im Raum stehen wird und ja auch die Geschichte mit Amerika, wo das ja noch nicht ganz durch ist, ist halt auch die Frage, wie sich das dann entwickelt. Gibt es noch Fragen? Es ist eigentlich schon 10 Uhr, wir tun jetzt schon überziehen. Das heißt, diejenigen, die gehen müssen, bitte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, aber ansonsten, ich glaube, 5 Minuten schaffen wir noch, oder? Oder ist es schlimm für euch? Wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte noch schnell rein in den Chat. Wenn es ja noch irgendwie, das brennt mir noch auf den Lippen, ich muss das wissen, bevor es aus ist, dann jetzt noch Fragen. Würdest du eigentlich, das ist von mir jetzt eine Frage, Katrin, würdest du als Jugend, also wenn ich jetzt da in einem Jugendzentrum oder mit Jugendlichen arbeite, als Institution, würdest du es empfehlen, sollen wir das machen? Oder, ja, soll man das eigentlich tun? Findest du das für dich, soll man sich dann entschließen, das zu machen? Oder? Also einerseits ja, weil es halt ein Medium ist, das von den Jugendlichen genutzt wird, sage ich jetzt einmal. Also man kann ja die Jugendlichen nicht dazu, man kann ja nicht sagen, hey, eigentlich ist das datenschutzrechtlich so bedenklich, nutzt es nicht. Wenn aber seine 5 Freunde das alle nutzen und er der Einzige ist, der das dann nicht nutzt, ist halt die Frage, gell? Es ist halt, viel wichtiger ist, glaube ich, die Aufklärung dahinter, dass man den Jugendlichen wirklich erklärt, okay, hey, so läuft das alles ab. Das sind die Risiken, du musst dir dessen bewusst sein, wenn du das nutzt. Es ist nicht nur Spaß, es ist nicht nur lustig, sondern schau mal, was da im Hintergrund noch läuft. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man da ein bisschen Aufklärungsarbeiten macht, weil ich glaube, wirklich die Kinder von irgendwas abhalten, ist ja schwierig. Wir haben oft beim Cool Magazin das Thema Sexting mit diesen ganzen Nacktbilder verschicken. Wir können ihnen auch nicht sagen, hey, macht's das nicht, sondern wir können ihnen sagen, hey, mach's dann vielleicht so, dass man nicht dein Gesicht sieht. Also klingt jetzt blöd und prinzipiell soll man es natürlich gar nicht machen. Wir versuchen halt über die Risiken aufzuklären, aber die Jugendlichen werden bestimmte Dinge halt trotzdem machen und trotzdem nutzen und da ist halt unsere Arbeit umso wichtiger, dass man ihnen sagt, hey, mach das aber wenn, dann bitte so und seid ihr dessen bewusst, dass das und das passieren kann. Das finde ich halt, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hinkt, aber das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, für mich wichtiger, als jetzt zu sagen, na, ich nutze dieses Medium lieber gar nicht. Bescheid wissen sollte man, ja. Und deswegen haben wir auch diese Stunde jetzt einfach gehabt.
Ich hoffe, es sind die Fragen jetzt für euch beantwortet. Es wird im Chat schon geschrieben, was super, danke, super interessant, sehr informativ. Du kannst möglicherweise eh schon mitschauen. Manche fragen, ob du vielleicht zu ihnen in den Einrichtungen kommen könntest für einen Workshop, was auch immer. Gern, total gern, wirklich, also jederzeit. Ja, wenn es wieder geht, genau. Gell? Das heißt, man kann auch mit dir in Kontakt treten, denke ich mal. Wir schicken euch gerne die Teilnahmebestätigungen plus die Präsentation von der Katrin und dann CCE von der Katrin, da ist dann eh was dabei, damit man dich auch kontaktieren kann. Meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse noch dazu schreiben, wenn es irgendwas gibt, sehr gern. Super. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, genießt das Wochenende. Wenn keine Fragen mehr vorhanden sind, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Freitag, einen wunderschönen Samstag und Sonntag und montags treffen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt. Ja. Und ja. Ich Dankeschön von mir, von meiner Seite auch. Hat mir Spaß gemacht. Vor allem mit so okay, das war echt cool. Und danke für die Fragen. Ja, du kriegst Latter. Das freut mich. Siehst du, das sind Likes, für die muss man wirklich was tun. Da muss ich jetzt nicht nur tanzen. Ja, stimmt. Gell? Ist auch schön. So, ja. Sind noch 32 im Raum. Langsam verabschieden wir uns alle. Tschüss, schönes Wochenende. Bis ja, bald. Danke, dass ihr da wart. So. Katrin, du kannst noch bleiben, wenn du magst. Können wir noch ganz kurz quatschen. Ja.